Hallo zusammen, eine weitere Ausgabe vom Swiss News TV Kompakt, das Magazin, das hinter Kulissen vom Swiss News TV schaut. Und heute ganz speziell eine neue Moderatorin, Florence. Da, 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 da. Hoi, schön bist du heute hier. Jetzt kannst du dir eigentlich selbst mal ein bisschen vorstellen und unseren Zuschauern erklären, wie du zum Swiss News TV gekommen bist. Meine Mutter hat. Sie hat einen Blog. Sozusagen. Und sie hat euch halt mit euch. Wie sagt man das? Ja, ja. Und dann hat sie mich halt ohne zu fragen. hier vorgeschlagen, sozusagen. Und dann habe ich halt gedacht, ja, ist eine gute Idee, ich komme mal schauen. Wenn es muss sein, mache ich auch Fernsehen, oder? Ja, das ist eh. Was machst du sonst so neben dem bei uns jetzt? Ja, halt Vollzeitschule. Kanti. Und sonst bin ich auch draußen mit Kolleginnen und so shoppen. Okay. Hast du schon mal irgendwie so Erfahrungen gemacht mit Fernsehen, Radio, irgend so etwas in diesem Bereich? Nicht wirklich, nein. Einmal bin ich mal im Fernsehen, aber als. Ja. Als Zuschauer in einer Show? Nein, Ding. 5 gegen 5 bin ich mitmachen. Ah ja. Und wie weit seid ihr gekommen? Verloren. Gut, wir gehen weiter. Genau. Was denkst du, was ist das Schwierigste jetzt, was auf dich zukommt, so als Moderatorin so von einer Sendung? Ja, mit den Leuten halt zu reden und so, und dass du halt die richtigen Fragen stellst und die richtig verhaltest. Ja. Ich kenne das Problem, wenn dir gerade die Fragen in dem Moment nicht in den Sinn kommen. Das ist immer super so. Ruhephase. Und nichts passiert. Jetzt, was wirst du für Sendungen bei uns übernehmen? Exklusiv und Talk. Genau, Exklusiv und Talk, wunderbar. Und kannst du dir schon etwas darunter vorstellen? Du hast sicher schon alle unsere Sendungen geschaut. Und sag jetzt ja. Und kannst du dir etwas darunter vorstellen, in diesen zwei Formaten? Mehr oder weniger. Ja, halt mit den Leuten reden und so. Okay, gut. Wir. Sie bleibt noch ein bisschen da. Wie ihr hinter mir jetzt gerade seht, haben wir auch ganz etwas Spezielles. Wir haben nämlich ein Background für unser Magazin. Neun ist. Und der Künstler, der das entworfen hat, wird nächste Woche bei uns sein und ein kleines Interview geben. Also bei uns, bei mir. Und dann werden wir ein bisschen Zeug erfahren, was hinter den Kulissen so passiert ist in dieser Zeit und wie das Bild eigentlich zustande gekommen ist, was der Krebs mit uns zu tun hat. Und noch ein bisschen weiteres Zeug. Wieder zu dir. Jetzt sind wir live vor der Kamera. Ich bin ganz abgelenkt vom Bild hinten. Bist du jetzt gerade sehr nervös? Ich nehme jetzt das erste Mal vor so einer Kamera. Also es ist gut. Es ist ja nicht so besonders. Also es ist ja nicht so speziell. So gesehen. Also es ist ganz normal, wie sonst mit irgendjemandem reden auf der Straße oder im Kollegenkreis. Ja. Das ist eine sehr gute Voraussetzung zum Moderieren. Das ist natürlich wunderbar. Sie wird einfach mit dem den Talk übernehmen, so halb. Also wir haben den Lukas selbstverständlich auch noch gesehen als unser Talk-Moderator. Aber wir werden es ein bisschen einsetzen und dass es eine Abwechslung hat. Und oben exklusiv bei den Anlässen, die wir vor Ort sind, gibt es immer wieder Möglichkeiten, die sich für euch vor Ort sein kann. Genau. So viel zu der Person, die neben mir sitzt. Nachher gibt es noch ein weiteres Anliegen von uns, und zwar am 11. Mai. Ihr wisst sicher alle, das Finale von Secret Talent 2013. Die besten Stimmen der Schweiz singen auf dieser Bühne. Live im Radio, auf Radio Looping und auch bei uns im Swiss News TV. Es hat dort noch Gratis-Tickets, für das live zu schauen, ins Redix in Rotkreuz. Könnt ihr holen auf www.secrettalent.ch oder ganz einfach auf radiolooping.ch. Nachher haben wir noch etwas Neues. Wir haben relativ viele Neuigkeiten gehabt. Schauen wir gerade mal auf unsere Webseite. Was wir hinter uns so haben. Das ist alles ganz überarbeitet. Wir haben neue Wetter, wir haben ganz neue Player auf der Seite. Ganz neu gestaltet. Geht sicher vorbeischauen und alles erkunden. Dann für alle
Mobilgerätnutzer haben wir auch eine App. Und wie ihr das könnt installieren könnt, das zeigen wir euch jetzt. In unserem neuen Swiss Youth TV Wetter-App siehst du immer die neueste Vorhersage vom Wetter für deine Region, von heute und natürlich auch von den nächsten 4 Tagen. Aber wenn du natürlich jetzt irgendwo in die Ferien gehst, willst du wissen, was für Wetter das dort ist, ein Klick und kannst die Stadt eingeben, wo du hergehst. Wir gehen jetzt auf Belej in Kroatien. Und dann zeigt es dir an, wie das Wetter dort aussieht. Swiss Youth TV Videoportal gibt es auch für Smartphones. Und zwar ist es benutzerfreundlich und übersichtlich gestaltet, dass ihr hier ganz einfach könnt durchscrollen und alle unsere Sendungen auch auf dem Smartphone anschauen. Viel Spass! Also wie ihr seht, auch auf dem Smartphone sind wir natürlich präsent für euch und ihr könnt alle unsere Sendungen anschauen und natürlich auch das Wetter bestaunen. Wir hoffen, dass es etwas besser wird, als es diese Woche war. Wir freuen uns natürlich, wenn du deine ersten Sendungen moderieren kannst. Merci vielmals, bist du heute bei mir in der Sendung, das erste Mal live vor unserer Kamera. Und das wäre es von der heutigen Ausgabe vom Swiss Youth TV Kompakt. Wir sehen uns schon bald wieder mit unserem Künstler. Schönen Abend zusammen.